finde, der Vergleich Ägypten-DDR hinkt. Und damals ging es darum, dass das Volk ausreist, nicht der Diktator. Na sowas. Der Mubarak beantragt vielleicht in Deutschland politisches Exil. Finde ich auch grundsätzlich okay, wenn er Deutsch lernt und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und vielleicht zur Eingewöhnung noch ein paar Tage Hurghada einplant. Im Moment ist aber ja leider noch unklar, ob der Mubarak wirklich sein Land verlässt. In den letzten Tagen hat er ja erstmal alles ausgetauscht, außer sich selbst. Regierung, Parteiführung, nur das Volk ging leider nicht. Gut, es müsste ihm aber auch mal jemand deutlich sagen, dass er gehen soll. Wäre ja eigentlich der Job des Außenministers. Aber klingt das glaubwürdig, wenn der Westerwelle sagt, man darf nicht an seinem Stuhl kleben, wenn einen alle hassen? Noch ein finsterer Herrscher begegnet euch jetzt im Animationsfilm Jojo in the Stars von Mark Crazed. Nämlich ein mächtiger Zirkusdirektor, dessen ganzer Stolz Jojo ist, seine geliebte weibliche Hauptattraktion. Die hat allerdings noch einen anderen Verehrer, von dem sie aus dem Zirkuskerker befreit und in den siebten Himmel befördert wird, bevor beide wieder ins Unglück stürzen. Von dunklen Mächten bedroht wird auf den ersten Blick auch der junge Mann im Kurzfilm Nuisible. Tatsächlich aber haben die kleinen, unbemerkten Mitbewohner des Junggesellen gar kein Interesse an seinem Ableben, denn in seinem Unrat lebt es sich offenbar prächtig. Bis eines Tages plötzlich die Hygieneapokalypse droht. Wahnsinn! Seit 3 Monaten gibt es jetzt den elektronischen Personalausweis und schon können die 1,5 Millionen Early Adapter die revolutionären neuen Online-Funktionen auf sensationellen 5 privaten Webseiten nutzen. Aber gut, Revolutionen soll man laut Merkel ja generell nicht überstürzen. So wird das allerdings nichts mit der Akzeptanz in der Bevölkerung. Die steht im Moment sowieso eher auf Mark Zuckerberg als auf Erika Mustermann. Ja, gerade als Facebook-Nutzer fragt man sich doch, brauche ich wirklich 2 digitale Ausweise, die jeder hacken kann? Bei Facebook und Twitter poste ich ja schon nur noch mit Super Murgitroid. Ein kleines Tool, mit dem man schnell und einfach Statusmeldungen oder andere Botschaften verschlüsseln und auch wieder dekodieren kann. Wenn man den Geheimschlüssel kennt. Geheime Orte könnt ihr dagegen bei The City Concealed kennenlernen. In kleinen Filmen werden hier unbekannte, zurückgelassene oder vergessene Gebäude und Orte in New York vorgestellt. Da sieht man mal, dass man im Big Apple auch noch andere Sehenswürdigkeiten besuchen kann als die allgemein bekannten. Gut, die wenigsten von uns können jetzt mal eben nach New York fliegen. Aber man muss sich auch gar nicht unbedingt in den Flieger setzen, um was Schönes zu erleben. Ins Rad hängen reicht völlig aus. Und zwar beim Streetflyer von Carsten Mehring. Der Drahtesel in Flugdrachengestalt lässt einen entspannt hängen, während man über den Boden gleitet und die Umgebung erkundet. Nur bitte aufpassen aufs Tiefflugverbot. Das würde sich sicher auch die Kaulquappe in dem schönen Animationsfilm The Tadpole wünschen. Denn sie wird von einer vorlauten Libelle als Landeplatz missbraucht. Zum Glück sind aber sofort 3 hilfsbereite Artgenossen zur Stelle. Und ein hilfsbereiter Fisch, auch wenn der sich dessen gar nicht bewusst ist. Das war 4SG, 40O, 40M. Ich bin Pia. Tschüss. Das entschlüsseln die nie.